So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, beziehungsweise der Adi hat wieder was ganz Besonderes sich geleistet, ne? Dann nehme ich nämlich mal hier die Packung. Wir haben heute für euch Filinchen Pixels. Ja, Filinchen Pixels, wer die kennt, wer die nicht kennt, was sind Filinchen? Filinchen ist so wie Knäckebrot, aber irgendwie nicht wie Knäckebrot, weil Knäckebrot ist übelst hart. Und Filinchen sind übelst soft. Deswegen habe ich mir gedacht, was? Filinchen mit Geschmack als Snacks, als Knabbereien? Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Das Problem ist, es gibt drei verschiedene Sorten, die ich gesehen habe. Habe ich alle drei mitgenommen, habe die zu Hause hingelegt auf den Schrank. Und dann einmal komme ich heim und da liegt die hier so vom Kühlschrank. Hier ist einfach aufgerissen, aufgefetzt. Hier bei der Bauchseite seht ihr hier, zack, das hängt einfach alles weg. Vielleicht dachte der Adi, das ist Trockenfutter. Jetzt hat er sich da die ganze Packung gegrapscht. Das war nämlich der Kräutermix. Den Kräutermix hat er leider aufgemacht. Dann hat er... Ich habe ihn vorhin noch versucht, weil da ist noch... Guck mal, eins ist noch drin. Ist das nicht schön? Eins ist noch drin. Das wollte ich ihm geben. Da hat er dran geschnüffelt, dann hat er geniest, ne? Habt ihr schon mal eine Katze niesen sehen? Sieht auf jeden Fall richtig lustig aus. Riecht halt nach altem Heu, keine Ahnung. Ist aber trotzdem Kräuter und Salz und alles dabei. Und ich finde, die haben so einen genialen Geschmack, wenn wir das mal testen, ne? Mmh, unglaublich soft. Wie Softcake. Kennt ihr noch Softcake? Jetzt ist hier halt nicht mehr so viel drin. Da ist jetzt halt hier nur noch so Staub, sag mal. Ne? Kräutermix. Kräutermix hat mich auf jeden Fall jetzt schon begeistert. Aber ich habe ja gesagt, es gibt drei Sorten. Denn wir haben immer noch Filinchen-Pixels mit Tomate-Paprika. Und neben Tomate-Paprika gibt es auch, vor allem steht auch hier, so macht Knuspern Spaß, ne? Zart, knusprig und herzhaft gewürzte Filinchenstücke, beste Zutaten und reich an Ballaststoffen, so macht Knuspern Spaß. Probieren Sie auch unsere weiteren Sorten Filinchenpixels Kräuter und Filinchenpixels Barbecue. Das heißt, wir haben wirklich alle drei Sorten bekommen. Kann ja sein, da lagen nur noch die. Und dabei gibt es noch mehr, aber wir haben natürlich auch die Filinchen Pixels Barbecue. Und ich muss sagen, Chips sind meistens so extrem kartoffelig und fest und fettig und pervers. Aber das ist so locker, das ist so flockig. Deswegen machen wir die jetzt auch mal auf. Probieren die mal, beziehungsweise können auch den Adi mal probieren lassen. Wir riechen hier rein, riecht ein bisschen so nach Tomate, okay. Adi, was sagst du? Kein Interesse heute? Doch. Adi nimmt sich eins. So, Adi nimmt seinen Sitz mal mit. Wir suchen uns hier mal was raus. Ihr seht, das andere war natürlich mit Kräutern hier, Tomate. Da habt ihr hier einen richtigen roten Fleck in der Ecke. Im Prinzip hat trotzdem, glaube ich, jedes Filinchen erstmal eine salzige Note, damit das überhaupt noch was schmeckt und Geschmacksträger ist. Weil dieses Tomate, Paprika, das ist so ganz leicht als Pulver draufgestreut. Das merkt ihr nur im Abgang so ein bisschen als Nachgeschmack. Aber vordergründig merkt ihr erstmal was Salziges, was natürlich sehr Geschmack beiträgt. Adi! So. Adi hat sich auch wieder eins gegönnt. Ist es eigentlich gut? Ich glaube eher nicht, oder? Vor allem, wenn das so salzig ist. Die Katze geht doch kaputt. Durch das Salzige kriegt man natürlich auch Durst, aber das Salzige ist irgendwie auch so, dass ihr wie eine Sucht entwickelt. Wie ist wo? Der Isbo, der kann nie genug Salz kriegen, wenn er irgendwas hat. Pommes,
gesalzene Pommes vom Imbiss. Da geht er hin und packt aus seinem Portemonnaie immer noch 10 Tütchen Salz aus, schmeißt sie da drauf. Also auch diese Tomate-Paprika-Variante schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ich würde sogar sagen, schmeckt noch ein bisschen besser als die Kräuter. Weil die riecht ja, wie gesagt, die riechen ja wie alte Scheune, ja. Heu, Heugras, wer da früher mal Heu gemacht hat mit den Großeltern, der weiß, wie sowas riecht. Das riecht eher ein bisschen süßlich, wie Sweet Paprika. Durch den Tomatengeschmack ist das auch etwas süßlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Barbecue müsste ja von der Sache her jetzt richtig muffig sein. Vom Geruch. Aber es kommt am Ende ja wieder auf den Geschmack an. So, Adi ist bereit. Wir riechen mal kurz. Riecht irgendwie nach Banane. Keine Ahnung. Adi, was sagst du? Greif mal rein. Zieh dir mal eins raus. Dann musst du noch mal ran. So, Adi hat, jetzt schmeißt er alles runter. Adi hat auf jeden Fall eins, das hat er jetzt auf dem Boden rumfliegen. Wir haben das, was er eigentlich zuerst nehmen wollte. Okay, das, dann nimmt er halt das. Ich glaube, das andere ist unter den Kühlschrank gerutscht, deswegen. Wir nehmen ein einzelnes und probieren das, ne? Ist wieder komplett zugestreut mit irgendwelchem Pulver. Hat auf jeden Fall eine heftige Barbecue-Note. Das schmeckt schon wie diese, wie dieser Schinken-Snack, also dieser Ham-Snack, sonst was. Da gibt es so Chips als Schinken-Snack, die halt so viereckig sind oder aussehen wie ein Handtuch. Die sind auch ein bisschen gewellt. Die haben übelst den Schinkengeschmack immer. Die sind ultra nice. Das schmeckt irgendwie so ähnlich. Ja, ich glaube, mit Chemie kann man jeden Geschmack erzeugen. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt noch ein paar mehr nehmen. Unglaublich, oder? Wie dieser Schinkensnack, nur bestimmt 1000-mal gesünder, 1000-mal besser. Weil sie eben Filinchen sind ja immer gut. Gönnt euch Filinchen mit Dönerfleisch. Damit ihr denkt, dass das alles am besten ist und gesund ist. Also, ich bin begeistert. Ihr könnt nochmal auf die Filinchen-Seite gehen, www.filinchen.de. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Die sind, glaube ich, auch aus dem Rewe. Filinchen Pixels in 3 verschiedenen Sorten. Kräuter, Tomate, Paprika und Barbecue. Das Barbecue hat am ehesten den Geschmack, als würdet ihr Chips essen, weil das eben wie dieser Schinkensnack fungiert. Ansonsten Tomate, Paprika, auch sehr cool, sehr angenehmer Geschmack. Und auch Kräuter, der alte Heuhaufen, der schmeckt auch. Kann ich auch empfehlen, riecht halt nicht dran. Nicht dran riechen, einfach nur in den Mund schieben und essen, wisst ihr Bescheid. So, wenn ihr die kennt, schreibt's mal rein. Wenn ihr noch andere coole Snacks kennt, die ich noch gar nicht getestet habe oder irgendwelche Empfehlungen habt, schreibt es auch mal rein. Es müssen nicht immer Chips sein, es gehen auch Filinchen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, lässt du das Bier in Ruhe. Euer Ramses, er schnüffelt an der 500er Dosenbier-Dose rum. Adi, wir haben jetzt Essen getestet. Trinken, Bier gibt's immer nur, wenn wir was zu trinken getestet haben. Ich glaube, ich werde auch gleich noch was zu trinken testen, dass ich ein Bier trinken kann. Tschüss. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, ja. Sind ja professionell.